Ja, es muss so groß sein, denn da ist nicht viel Fleisch dran, aber viel Fett. Oh ja, stimmt. Sehr viel. Nachdem ich sie einen Tag lang eingeweicht und dann getrocknet habe, röste ich sie ein paar Stunden im Ofen. So werden sie richtig knusprig, schön reduziert. Und dann gebe ich sie in die Schinkenbrühe, die ich vorbereitet habe. Mit Zwiebeln, Staudensellerie und Knoblauch. Darin sortiere ich sie und schmore sie dann ein paar Stunden lang. Zum Schluss gebe ich noch etwas Rotwein hinzu. Fertig ist ein besonderes Gericht. Sowas kocht man nicht jeden Tag. Sieh dir das an. Oh, ich wünschte, die Leute könnten das riechen. Ich weiß, das ist der Süden auf einem Teller. So ist es.